Fitness mit Marc, Folge 110. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg. Er lebt über ein Jahr in Kanada, Marc Maslow. Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de. Und in der heutigen Folge dreht sich alles um die frustrierende Wahrheit über Diäten und Fitnessprogramme. Keine Motivation? Jeder von uns kennt das Gefühl. Die Sache ist die, Trainingspläne und Ernährungstipps findest du auf jeder Fitnessseite. Du findest sie im Internet, du kannst googeln und es gibt auch einige Podcasts und viele, viele YouTube-Videos dazu. Aber wenn wir uns die wissenschaftliche Seite angucken und uns Studien angucken, dann zeigen die, dass meist zwei ganz andere Elemente dafür verantwortlich sind, dass du nackt gut aussiehst. Und die lernst du in der heutigen Folge kennen. Diese Fitness mit Marc Folge wird dir präsentiert von Audible.de. Audible hat über 150.000 Hörbücher im Angebot und als Abonnent kannst du jeden Monat ein beliebiges Hörbuch frei wählen und behalten. Ich habe seit vielen Jahren ein Audible-Abo und die meisten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, habe ich eigentlich gehört. Beim Sport, beim Wäschewaschen, beim Einkaufen oder beim Spazierengehen. Das Abo kostet normalerweise 9,95 im Monat. Es sei denn, du hörst Fitness mit Marc und gehst auf fmmbuch.de. Dann bezahlst du nur die Hälfte, 4,95 pro Monat, und zwar für ein halbes Jahr. Dieses spezielle Angebot gilt wirklich nur für Fitness mit Marc-Hörer, also geh auf fmmbuch.de, trag dich dort ein und spare 50% für ein halbes Jahr. Die Seite heißt fmm wie Fitness mit Marc, buch.de. Okay, genug Werbung, zurück zur Folge. Ja, heute dreht sich mal wieder alles um den ersten Buchstaben aus der Marc-Formel, das M, das mentale Training. Es geht um Motivation und das sind die Themen, die wir heute eine nach dem anderen abarbeiten und beantworten werden. Punkt 1. Warum viele Diäten und Fitnessprogramme in der Praxis gar nicht funktionieren. Zweitens das Überstunden-Dilemma, die Wissenschaft der Disziplin. Was du tun kannst, wenn deine Selbstdisziplin und Willenskraft dir nicht weiterhelfen. Und zuletzt lernst du zwei wirksame Methoden kennen, die für Dranbleiber geeignet sind, die gerade keine Motivation spüren. Lass uns mit der ersten Frage starten. Warum führen eigentlich so viele Diäten und Fitnessprogramme in die Sackgasse? Erinnerst du dich noch an den ersten Tag im Kindergarten? Was für ein Moment. Jetzt stell dir vor, du wärst am gleichen Tag in die Schule gekommen und dein Lehrer hätte dir eine Klassenarbeit in Mathe vorgesetzt. Was passiert? Na klar, Scheitern ist vorprogrammiert. Aber genau das passiert vielen Menschen mit Diäten und Workout-Programmen. Sie lassen dich eiskalt in eine Falle laufen. Denn egal, ob diese Programme für sich genommen funktionieren, für viele Menschen funktionieren sie einfach nicht. Denn es geht selten darum, Schritt für Schritt ein mentales Fitnessfundament aufzubauen. Also eine Grundlage, die mit deinem Lifestyle vereinbar ist und dir dabei hilft, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln. Gewohnheiten, die du liebst und akzeptierst. Stattdessen liegt der Fokus auf perfektem Training und perfekter Ernährung. Superfoods und Weltklasseübungen, das klingt schon mal gut. Und solche Überschriften generieren Klicks, werden gelesen, Podcasts, die so tituliert sind, werden gehört. Und aus vielen Jahren Fitnesscoaching weiß ich, dass das für die meisten Menschen nicht reicht. Jeder meiner Klienten verfolgt ein anderes Ziel auf einem breiten Spektrum, von Fettabbau bis Muskelaufbau. Einer der größten Schwachpunkte unserer Industrie, der Fitnessindustrie, ist, Menschen magische Abkürzungen zu versprechen und auch zu verkaufen. Das Ergebnis sind dann Fitnessprogramme oder auch Stoffwechselkuren, die kurzfristige Erfolge suggerieren,
aber keine langfristige Lösung liefern. Meist spielt sich die Situation dann so oder so ähnlich ab. Phase 1, du beginnst ein Fettabbau- oder Muskelaufbauprogramm. Begeistert, euphorisch. Du folgst akribisch jeder Vorgabe, geradezu perfekt. Ja, und dann kommt irgendwann die zweite Phase, meist so nach 4 Wochen, dann sinkt die Motivation ab, als hätte jemand den Stecker gezogen. Und dann fällt es dir schwerer, dich zum Training aufzuraffen, gesundes Essen wird zum Stressfaktor, du trainierst nicht mehr so hart, lässt beim Essen mehr und mehr Ausnahmen zu. Und so führt dann eins zum anderen und leider oft auch zum Jojo-Effekt. Mit meinem Ansatz werde ich dir die Verantwortung für deinen Körper nicht abnehmen. Ich verspreche dir auch nicht, dass dieses eine Nahrungsergänzungsmittel oder ein geheimer Trick alles für dich löst. Manchmal ist das Programm nämlich selbst das Problem. Vielleicht ist die vermeintliche 4-Wochen-Lösung einfach fehlerhaft oder das Ernährungsmodell für deinen Körper nicht das Richtige. Das eigentliche Thema ist aber ein ganz anderes. Die mentale Programmierung war fehlerhaft. Damit meine ich die Art und Weise, wie du Informationen verarbeitest. Informationen, die dir dabei helfen, deinen Zielen ein Stück näher zu kommen. Natürlich ist Motivation real, wenn du sie gerade fühlst, wie jedes Gefühl. Und es gibt Menschen, die glauben, Motivation komme von außen. Vielleicht durch einen TED-Talk oder ein Rocky-Trainingsvideo oder einen Soundtrack von Rocky, den du im Hintergrund laufen lässt. Und die Wahrheit ist, Motivation entsteht aus dir selbst. Kein Video, keine Brandrede, du. Es sind deine Gedanken und deine Sichtweisen, mit denen du dich demotivierst oder motivierst. Ein Video kann deine Gedanken in eine bestimmte Richtung lenken, genauso wie ein Podcast wie dieser. Aber das Gefühl, das kommt aus dir selbst, das kommt von innen. Daher ist es auch müßig, darauf zu warten, dass irgendetwas von außen dich motiviert oder dein Wille zurückkommt. Der Schuss geht so gut wie immer nach hinten los. Die Lösung liegt also in bewusstem, willentlichen Handeln. Und das bringt uns zum nächsten Punkt. Macht deine Willenskraft auch Überstunden? Die Hirnregion, die für deinen Willen zuständig ist, ist die gleiche Hirnregion, die auch für Fokus, Kurzzeitgedächtnis und die Erledigung deiner täglichen Aufgaben verantwortlich ist. Das ist der präfrontale Kortex. Und bei den meisten Menschen schiebt der präfrontale Kortex mehr Überstunden als dein Facebook-Feed. Das bedeutet, Willenskraft ist begrenzt und meist ist sie schon schwer beschäftigt. Vielleicht nimmst du dir jetzt einfach mal eine Minute Zeit. Denk mal an alles, was du jeden Tag organisieren musst. Zu Hause, im Büro, mit Freunden, mit der Familie, online und offline. Und jetzt muss der gleiche Denkmuskel zusätzlich deinen Hintern ins Fitnessstudio schleppen und dafür sorgen, dass du bei jeder Mahlzeit nur noch gesunde Dinge isst und du allen Versuchungen standhältst. Würdest du immer noch alle Hoffnung auf deine Willenskraft setzen? Wenn du deinen Körper wirklich verändern willst, dann ist es keine gute Idee, wenn du dich als erstes auf einen neuen Trainingsplan oder ein neues Ernährungskonzept fokussierst. Stattdessen solltest du zunächst eine Lösung suchen, die zu mentaler Stärke führt. Wie du dem Motivationstief ein Ende setzt, auch wenn der Wille fehlt. Ja, wenn Selbstdisziplin und Willenskraft dich nicht weiterbringen, was denn dann? Du brauchst nur 2 Dinge. Du brauchst eine Absicht und du brauchst eine Verpflichtung. Das sind 2 Elemente, durch die du dein Ziel in einen Prozess verwandelst. Ich weiß, im ersten Moment mag das klingen wie ein schlechter Witz. Aber die Fakten liegen auf der Hand und es gibt eine Vielzahl von Studien, die das bereits gezeigt haben. Nämlich, dass Menschen, die ihr Vorhaben präzise aufschreiben und sich dazu verpflichten, nicht nur dranbleiben, sondern ihre Ziele auch erreichen. Und das ist alles andere als Raketenwissenschaft. Dennoch wird es meist vernachlässigt, zugunsten vorgefertigter Trainings- und Ernährungspläne, die irgendwann abgebrochen werden. Es gibt eine spannende Studie, die im British Journal of Health Psychology veröffentlicht wurde,
Und die verdeutlicht diese beiden Dranbleiber-Prinzipien. Die Wissenschaftler haben diese Studie mit insgesamt 248 Probanden durchgeführt und gaben allen Teilnehmern das gleiche Trainingsprogramm. Dann haben sie die Probanden in drei Gruppen aufgeteilt, eine Kontrollgruppe und zwei Interventionsgruppen. Die Kontrollgruppe sollte lediglich das Trainingsprogramm durchführen und ihren Trainingsfortschritt notieren. Dann gab es noch eine Motivationsgruppe, die sollte das Trainingsprogramm durchziehen, tracken und außerdem Texte lesen, die darlegen, warum Training gut für die Gesundheit ist. Und dann gab es noch eine Verpflichtungsgruppe. Die bekommt genau den gleichen Auftrag wie die Motivationsgruppe. Zusätzlich soll sie aber noch ihre Absichten im Voraus exakt aufschreiben. Und zwar folgendermaßen. Zitat: Kommende Woche führe ich am, hier kommt der Tag rein, um Uhrzeit bei, und hier der Trainingsort, mindestens 20 Minuten intensives Training durch. Ich nehme mal mich als Beispiel und würde hier eintragen: Kommende Woche führe ich am Mittwoch um 15 Uhr bei mein Fitnessstudio mindestens 20 Minuten intensives Training durch. Spannend ist ja jetzt, was waren die Ergebnisse dieser Studie? Nun, aus Gruppe 1 und 2 blieben gerade mal 35% der Probanden dran, also knapp ein Drittel. Und die trainierten mindestens einmal pro Woche. Ja, und bei Gruppe 3, jetzt halte ich fest, unglaubliche 91% sind dran geblieben. 9 von 10 Teilnehmern. War das purer Zufall? Ich kaufe den nicht. Denn es gibt auch andere Studien, die zu ähnlichen Ergebnissen kommen. So stellten zum Beispiel norwegische Wissenschaftler Folgendes fest: Menschen, die ihre Mahlzeiten im Voraus planen, ernähren sich gesünder. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum wird dranbleiben auf einmal zum Kinderspiel, wenn du dich nur ein paar Minuten vorab hinsetzt und einen simplen Plan erstellst? Nun, es gibt einige Faktoren, die dazu beitragen, dass dein Nackt-gut-aussehen-Traum Realität wird. Und zwei dieser Faktoren möchte ich dir jetzt vorstellen. Faktor Nummer 1: Du veränderst nur eine Gewohnheit zur Zeit. Der größte Fehler, den du begehen kannst, ist, alles auf einmal zu wollen und von einem Extrem ins andere zu pendeln. Das Paradebeispiel sind diejenigen, die von jetzt auf gleich ihr komplettes Leben umstellen, indem sie ihre alten Ernährungsgewohnheiten über Bord werfen und von gar kein Sport auf Training jeden Tag umschalten. Sobald du beginnst, in deinem eigenen Tempo einen Schritt nach dem anderen zu gehen, sinkt, und das zeigen auch Studien, die sogenannte kognitive Last. Auf Deutsch heißt das, dein Gehirn muss sich weniger anstrengen. Ja, und damit fällt dir der Weg ins Fitnessstudio leichter. Auch wenn du früher das Gefühl gehabt hättest, dass dir alles über den Kopf wächst. Und hier kommt der zweite Faktor. Du setzt dir Ziele, an die du auch glaubst. Große Ziele motivieren, keine Frage. Aber wenn sie dein Vorstellungsvermögen sprengen, dann beförderst du dich damit ins Abseits. Hast du es in der Vergangenheit schon mal vergeblich probiert abzunehmen und diese Erfahrung als Versagen bewertet? Dann hast du vermutlich ein negatives, unsichtbares Skript etabliert. Psychologen nennen das erlernte Hilflosigkeit. Menschen, die ihr eigenes Verhalten oft genug als Scheitern empfunden haben, erwarten, dass sie erneut scheitern. Was ist also die Lösung aus diesem Teufelskreis? Zunächst sind neue, unsichtbare Skripte natürlich immer eine gute Idee, wenn die alten nicht funktionieren. Und das, was erfolgreiche Menschen tun, ist, sie geben Misserfolg und Erfolg eine neue Bedeutung. Sie wissen, dass es keinen Erfolg ohne vorherige Rückschritte gibt. Natürlich heißt es auch, dass du etwas tust. Du legst dich für dein Ziel ins Zeug. Du bleibst dran. Ja, und wenn du auf diese dubiosen Marketingversprechen hineinfällst und in 21 Tagen wahre Wunder erwartest, dann garantiere ich dir eins. Heute in einem Monat bist du noch frustrierter und suchst dir die nächste vermeintliche Wunderwaffe. Die effektivste Wunderwaffe ist, du akzeptierst, dass es keine Wunderwaffe gibt. Nackt gut aussehen ist eine lange Wanderung und sie ist kein Sprint.
Und bevor du dich auf den Weg machst, solltest du eine Route planen, die dich ans Ziel führt. Im Prinzip ist das nichts anderes als eine Einkaufsliste, die du mit beim Einkaufen in den Supermarkt nimmst. Sie macht den Einkauf nicht nur entspannter, effizienter und effektiver, sondern sie erhöht auch die Chance, dass du genau die Dinge nach Hause bringst, die du wirklich brauchst. Deswegen schreiben erfolgreiche Dranbleiber ihre Ziele sehr detailliert auf. Und das ist auch das Erste, was meine Klienten im Fitnesscoaching tun. Nicht nur ihr langfristiges Ziel, sondern auch das, was sie heute in 90 Tagen, heute in 4 Wochen, heute in 7 Tagen und jetzt in 24 Stunden erreicht haben wollen. Und an dieser Stelle habe ich noch einen kostenlosen Goodie für dich, die Zielkarte. Einige Menschen können sich nicht vorstellen, dass so simple Methoden wie eine Zielkarte einen so gewaltigen Effekt haben können. Sie glauben, mentale Stärke hat man entweder, die ist angeboren oder was auch immer, oder man hat sie eben nicht. Und damit sind sie auf dem Holzweg. Mentale Stärke ist eine Fähigkeit, die du trainieren kannst. Und ein Tool, wie du diese Fähigkeit trainieren kannst, das ich auch im Fitnesscoaching verwende und das auch dir dabei helfen kann, ist die Zielkarte. Die Zielkarte habe ich dir kostenlos als Download bereitgestellt und zwar in den Shownotes. Geh dazu einfach auf www.marathonfitness.de/podcast und dann scrollst du ein ganz kleines Stück nach unten und findest dort die Folge 110. Ja, damit sind wir beim Ende der heutigen Folge. Fazit. Ich möchte abschließen mit einem Zitat, das ich sehr gern mag, von Alan Lakin. Und der hat mal gesagt, an der Planung zu scheitern ist wie das Scheitern zu planen. Wenn du keine Motivation gehabt hättest, was hilft? Natürlich können Motivationssprüche und Videos dir einen Tritt in den Hintern geben. Natürlich kann dir Selbstdisziplin helfen, aber nur dann, wenn du einen extrem entspannten Alltag hast. Für die meisten Menschen sind äußere Motivatoren und Selbstdisziplin unzuverlässige Helfer. Es gibt drei wesentliche Erfolgsfaktoren, die dich zuverlässig ins Handeln bringen. Erstens, du hast ein klares Ziel, das dich begeistert. Idealerweise aufgeschrieben, wie zum Beispiel auf der Zielkarte. Zweitens, du veränderst eine Sache zur Zeit, in dem dir eigenen Tempo. Und drittens, du planst die Veränderung im Detail. Und es ist wirklich gut, wenn du dabei in dem dir eigenen Tempo vorgehst. Nimm dir Portionsgrößen vor, die du auch dann schlucken kannst, wenn etwas dazwischen kommen sollte. Und vielleicht empfindest du diesen Weg als geradezu lächerlich simpel. Aber wenn du dranbleibst, wenn du diese Punkte umsetzt, dann wird das Thema Motivation dir bald keine Sorgen mehr machen. Und es hat noch einen schönen Nebeneffekt, denn ganz nebenbei trainierst du dein Gehirn immer mehr auf Erfolg. Eine Fähigkeit, die dir nicht nur, was deinen Körper angeht, sondern auch in anderen Lebensbereichen helfen wird. Diese Fitness mit Marc Folge wurde dir präsentiert von Audible. Dort findest du über 150.000 Hörbücher. Hörbücher kosten manchmal 50 Euro und mehr. Im Abo bei Audible bekommst du jedes Hörbuch für nur 9,95, auch wenn es regulär 70 Euro kosten würde. Als Fitness mit Marc-Hörer bekommst du das Abo sogar zum halben Preis für 4,95 pro Monat und zwar für die ersten 6 Monate. Geh dazu auf fmmbuch.de und sicher dir den halben Preis für ein halbes Jahr. Dort findest du auch Tipps, welche Fitness-Hörbücher ich empfehle. Das Angebot gilt nur, wenn du auf FMM wie Fitness mit Marc, also fmmbuch.de gehst. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast@marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de/podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst.
falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.